Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 12 unseres Minecraft Let's Live. Das ist ein Willkommen schweres Leute zu Wort. Minecraft Let's Live. Herzliches Hallo. Guten Tag, Hallo. meine seelschnelle Lollel. Hallo, hallo, Genau, der da hallo. ist auch dabei hier, der Nitro-Küken. Hi. Wer ist das? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Der Nitro-Küken, man kennt doch Nitro-Küken. Noch ganz kurz, Moment, kurz. Moment, Moment, Moment. Ah, der Typ. Ah, okay. Ja, verstanden. Hoppsa, knapp Jetzt ist der Gletscher vorbeigeschlagen. gerade wieder ins Zimmer geflogen. Okay, den kennt ja jeder. Sogar so Groß-Let's-Player kennen den. So, So. ja, nee, ich hab's so gesagt. Du hörst jetzt auf. Ja. Glaub mir nicht meinen Text. Komplett in So. Einklang gebracht. Die perfekte Redeharmonie. Du bist so ein Arsch, ey. Es ist Ja. ja so, wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Zweiter Hallo Weihnachten. Advent war gestern, ist schon vorbei. Ja, also ich Ja. denke schon, oder? Jetzt hör bloß auf, Oh du. Gott, Ich schau oh dich Gott, oh um. Gott, oh 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 Gott. Ja, ihr seht's auch, ich Ja, habe ein neues wir Texture haben Pack rausgesucht und wir haben uns auch einen ein Dolmetscher tolles, für Afghanisch geholt, haben wir uns auch noch ein dran neues, geholt. ein Dollar Thema rausgesucht. Ja, zum Glück ist das keine Nachahmung einer Minderheit. Naja, Minderheit würde ich auch nicht unbedingt sagen. Ich bin mir Ja, sicher, du dass hast doch die damit Minderheit. angefangen. Hey, Ich hab's nur zieh mich da nicht mit fortgeführt. rein. Ah ja, hier, das habe ich offscreen gebaut. Das wird mal jetzt meine süße kleine Bude. Kommt oben hier noch vorne schönes rotes Licht hin und dann geht's hier drin ab. Ja, auf jeden Fall. Da werden hier drin Schafe aufeinander geze. Also. Du solltest nicht zu viel verraten. Also ich hatte nicht vor, was zu verraten. Ich habe nur vergessen zu denken. Okay. No answer Ich rounded is vergebe never. dir. No answer rounded is never. Du. Wer von uns netten Leuten ballert jetzt das Thema raus? Das Thema? Das Du. Thema. Ich finde so, der Nitro als Kanonier dürfte das jetzt heute mal machen, oder? Als was? Als Als Kammernier? ich? Kanonier! Kanonier, ja, okay. Du bist zum Abschluss Ja. freigegeben. Wir haben uns das Thema Weihnachtsdekoration rausgesucht. Ja, kennst du, kennst du, kennst du? Kennst du das, ne? Das ist witzig, ne? Kennst du das? War ich neulich mit meiner Freundin, Nick. Das war jetzt keine Anspielung auf irgendeinen Comedian. Ja, vor allem nicht auf jemanden, der mit Haaren oder Bärten zu tun hat. Ihr wisst schon, Luigi Bart. Mario Ich Haar. stelle mir das Ah, gerade so nee. vor. Luigi Bart, wo, nee, Haarwuchs meine ich. Naja, Luigi Bart und Mario Haar, ne? Naja, Und wie wär's mit Lara. Schleichwerbung? Kauft seine neue CD, wann krieg ich das Geld? Ein Arschloch, der ist einfach ins Zimmer gegangen. Ja, dann, was kann man über das Schönes sagen? Ja, da kann man ganz Yes. viel sagen. Ich finde die Amis Streitthema vielleicht, aber die Amis, die sind arschgeil. Was die da alles hinzimmern an ihre Buden. So, funkel, funkel, bling, bling. Hier irgendwie schöne Weihnachtsmusik rausgesucht und dann blinkt das alles im Takt dazu. Finde ich arschgeil. Kann man auf YouTube angucken. Ja, Schleichwerbung. und die Kinder Nur haben mal so. Psychosen? Ja gut, das Problem ist halt, wenn da wirklich mal so ein Flugzeug drüber über die Stadt hinwegfliegt und da so fünf, sechs Häuser so blinken, nicht, dass dann irgendwie das Flugzeug da notlandet oder. Ja, auf jeden Fall. Alter, mein Herz. Oh Gott. Gib mir mein Herz zurück, Creeper, brauchst meine Klappen nicht. Boah, ey, ich kann nicht mehr. Ja, dann hör auf, gell? Ja. Ja, also ich persönlich bin der absolut festen Meinung und Ansicht, dass in Amerika da keiner an die Triebtäter denkt. Wer traut sich denn noch nachts irgendwo reinzuschleichen, wenn alles beleuchtet ist? Also finde ich irgendwie ein Mir bisschen asozial gegenüber denen. geht's nicht um das, mir geht's eher um die Stromkosten, die alleine darüber verbrauchen. Ich Man finde das kennt's nicht von geil. Drauf an, es Familie kommt. Griswold, Ja, bester wo dann Film, das nee, aber Atomkraftwerk dann noch hier. wir hatten das zuletzt in der Klasse besprochen und da kam halt der Entschluss, dass ja, dass es eigentlich ziemlich krass ist, was die da alles da an
Ne, ihr wisst schon, ich kann gerade nicht reden. Ihm würde nicht Bitteschön, mal 15 jemand. Jahre und jetzt schon der absolute 16, du. Herzklappenfehler. 16 Jahre und der absolute Herzklappenfehler. Oh, mir geht. Ey, nee, Ja ich will hier gut, weg. aber ja, andere Sachen kosten auch Strom. Ja, Ja, also natürlich. definitiv. Also Ich man kann meine, ja sagen, keiner ob du hat jetzt Internet, die 19 Videos. PCs anhast und 15 Fernseher oder ob du jetzt ein bisschen Geblinke an deinem Haus hast, ist ja egal. Super An und für sich Vergleich, das bisschen Starkstrom Tobias. macht doch keinen Unterschied, oder? Nö, nicht wirklich. Ja, also ich finde auch. Ich brauch Marshmallow-Teil. Fackeln. Dann fackel nicht lange. Dudum, der erste Witz des Tages. Tete, ist ja auch bald schon wieder soweit, gell? Was? Karneval? Ja. Was soll man zu den Herr Blinke-Blinke-Dingern sagen? Riva, bitte sammeln Sie die Saplings ein. Ja? Für Saplings? Oh. Ja, ich sammle die Oh, ganze Zeit ein super. hier. Hier liegen sie überall rum, ja. Das finde ich Was jetzt nicht sind, gerade. was für Saplings? Ja, die Baumsetzlinge hier. Ja, Ja, und was hat der Reva mit Baumsetzlingen zu tun? der hat hier die Bäume abgeholzt, aber hat die nicht mitgenommen. Mi, Das ist so mi, mi. schrecklich. Mia, 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 Bring dich mia. mal lieber ein Auf bisschen in das Thema mit ein. dem Dach sind Zombies. Das ist unglaublich passend zum Thema. Also bei uns sind Zombie die Die schöne. geilste Ja, das ist das Weihnachtsbeleuchtung Thema in hatte immer noch anderen. eine Amerikanerin, das habe ich vor kurzem mal im Internet gelesen, die so nett zu ihren Nachbarn war, dass sie einen jenseits großen Stinkefinger oben auf ihr Dach drauf gemacht hat, beleuchtet, natürlich. Und das war die frohe Botschaft an die Nachbarn, die sich Mich in Sachen unglaublich eingemischt tapfer. haben, die Nachbarn nichts angingen. Und ja, Ende vom Lied war, Polizei musste kommen und hat dann gemeint, hier, das Zeugs muss runter. Naja, finde ich ja dann irgendwie schon ein bisschen zensierend. Das ist ja eigentlich nur ein Ausdruck ihrer eigenen Gefühle. Aber nun. Ja. Ey, du ganz ernsthaft, wenn ich an meine Fensterscheibe irgendeine Hasstirade schreiben würde, würde ich es verstehen. Aber wenn ich jetzt an meine Fensterscheibe, um genau das Fenstersynchron gegenüber von mir mit einem Stinkefinger zu belegen, einen Stinkefinger draufzeichnen, dann würde ich das machen und ich würde mir von niemandem sagen lassen, das soll das weggemacht werden. Weil ganz ernsthaft, das ist, ob ich dem jetzt einen Stinkefinger zeige oder das 24-7 von einem gottverdammten Window-Color machen lasse, ist mir eigentlich Latte. Hauptsache, die Aussage steht fest, dass ich die Leute hasse. Latte. Meine Damen und Herren, das Weihnachtsniveau. Das andere ist gerade im Urlaub. Nein, was Weihnachten kommt ist ja auch jetzt? Fest der Liebe. Ah ja, definitiv. Da Also die braucht man Freudenhäuser schon sind mal voll. kleine Lappen. Oh Mann. Ach, das war denn dann schon wieder zu niveauvoll. Okay. Der Tobi kriegt dir gleich einen Raster. Warum? Also, der Baum und so. Da ist wieder dein Nö, ist Cholerikerbaum im, alles ne? okay. Alles okay. Nee, aber Nein! jetzt mal, um Nein! auf das Nein! Thema Oh einzugehen, Gott! um Was ist auf los? das Was ist Thema los? näher Der Cringe kommt! einzugehen. Ey, du Was? Cringe! Der Oh, du Cringe! Cringe schon eine Der Stunde. Cringe! Wo? Da kommt der Ich Cringe! rette dich! Das ist ein Creeper. Ja, in meinem Texture Pack ist der Ja. Cringe! Oh Gott, ich bin. Du hast Theo. ein Loch gemacht, Mann! Hab's heile gemacht. Ich stehe an meinem neuen Haus hin und nur so ein. Du lieber das gottverdammte Loch als dein Haus. Ja, jetzt nochmal zu der Weihnachtsbeleuchtung. An und für sich, ich liebe diese Weihnachtsbeleuchtung. Egal, wo du hingehst, du bekommst alleine schon Augenkrebs vom Hinsehen. Und das ist jetzt wirklich überhaupt kein Witz. Ich stehe volle Kanne auf Funkel, Funkel. Das ist einfach, solange es Nein, leuchtet, du hat es stehst für nicht mich auf einen Reiz. Funkel Funkel, du stehst auf Gucci Gucci Bling Bling. Ja, auch. Natürlich, definitiv. Wer steht nicht auf Gucci Gucci Bling Bling? Ich. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr nicht auf Gucci Gucci Bling Bling steht. Aber keine Angst, das kommt nur der Sache, gleich Bloody Mary dreimal im Spiegel zu sagen. Da kommt nämlich der böse Items und reißt euch die Eingeweiden. Nein. Weihnachtlich, Das, oder? ja, unglaublich weihnachtlich. Okay, wir wollen ich tun und Dingens. Ihr weißt schon, Baum. Ihr weißt schon. Weihnachtsbeleuchtung. Jawohl. Also, meine lieben Freunde, Weihnachtsbeleuchtung. Jetzt habe ich zum 18. Mal angefangen. Wenn ich nochmal anfangen muss, dann reiße ich euch die Zungen raus und rede Nee, aber los. jetzt mal ernsthaft, ich finde Oh mein Gott. Nee, ich finde aber, dass das manche auch ziemlich stark übertreiben. Der Deus, der wollte immer noch was sagen. Nee, Ins Bett und schmoll. du redest hier jetzt nicht, ja? Das finde ich jetzt nicht okay, ja? Ja, was ist mal? Oh, Alter! Also, wieso Oh steht ein Gott! gottverdammter Zombie auf dem Dach? Naja, warte.
Gehen wir jetzt alle schlafen oder? Ja, das Nein, muss nur sich nur ich. einer ins Bett legen. Ja, ich Ja. leg mich ja schon, ja. Ja, nee, nee, du bleibst aus dem Bett draußen hier. Ja. Sekundenschlafphase mit dir kann ich nicht brauchen. Ja, jetzt hier, jetzt wird man nicht hier rassistisch, ja. Werd Nein, mal nicht rassistischer, wenn ich ulkig. sagen würde, nur weil du mit Ruß bedeckt bist, mag ich dich nicht. War, sieht, oh, jetzt fängt er schon wieder an, hier Minderheiten zu diskriminieren. Es war unlustig, bis du drüber Alter. gelacht hast. Also, jetzt nochmal, ganz kurz, während der Typ nicht Upsa. blickt, dass ich eigentlich. Oh, halt, nein, ich sterb gleich. Ja, weißt du, kann ich kein Boomerang werfen, wenn du weißt, du hast keine Hände zum Fangen, also ernsthaft. Was? Junge, Junge, ja, war zu hoch für dich. Okay, Ja. Jetzt weiß er nicht mehr, was er sagen wollte. Ja. Ach, guck mal, schon wieder ein Creeper. Hallo, Creep. Macht's bumm. Das ist gleich die halbe Hütte weg, oder? Aber definitiv. Oh. Oh. Ja, Oh. aber er hat ihn noch fast zu deiner gelockt Ja, gehabt. Das finde ich gut. das macht er mit Absicht. Ja. Geronimo! Also, es sieht definitiv so aus. Ich liebe Weihnachtsbeleuchtung. Solange es funkelt und leuchtet, also ich sage nur SpongeBob, es leuchtet, dann finde ich es geil. An und für sich ist es natürlich auch eine wunderschöne Ausdrucksweise, wenn man sagt, ich möchte jetzt das prunkvollste Haus haben und das halt im Sinne einer gottverdammten riesenhohen Stromrechnung zeigen, dann macht man das. Ich persönlich in meinem alten Wohnort, wo ich als Kind gewohnt habe, gab es ein Du Haus. warst mein Dieses Kind. Haus wurde von der Stadt, soweit ich das weiß, finanziert, was die Stromrechnung in dieser Zeit anging, aber die Straßenlaternen konnten dort abgeschalten werden, weil so viel Lichter an waren, dass das Ding besser Licht gespendet hat als ein gottverdammtes Flutlicht im Stadion. Und sowas findet man dann einfach geil, vor allem wenn die Hunde vorbeikommen und auf einmal die Augen so winzig sind und die Netzhäute so ausgebrannt sind, als wären sie Vampire. Das kommt einfach in meinen Augen so genial. Haben wir Aber ein Weed? bisschen agraviat. Was ist? Haben wir Weed? In der Aufnahme, ist das Gras. jetzt dein Ernst? Kommst nachher hinter die Scheune. Okay, ich hab Weed. Ich hole uns jetzt Schafe. Olli. Schaf. Schafi. Der braucht unbedingt Schafis. einen Teppich. Olli. Die Dünner Lady mit braucht Schaf. unbedingt. Dünner mit Schaf. Ja, mit Schaf. Mäh. Oh, hat mir noch jemand was zu mampfen? Ja, ich hätte Ich brauch Mai Mampfi Brote, aber das Mampfi. würde was kosten. Ja gut, wenn ich Knoblauch. mich hier so umguck hier, das könnte man essen. Das ist bei mir nämlich Lebkuchen. Schön mit Schoko übergossen. Weißt du, wozu gebe ich dir eigentlich Brote, wenn du sie nicht aufsammelst? Wo sind sie denn hin? Zombie! Hopsa. Bissen! Mann! Ja, lass sie doch einfach liegen. Nein, jetzt suchst du sie nicht mehr. Jetzt gib die Dinger Hühnchen! her. Eisen! Du Arschloch! Nein, du Idiot! Er hat mich gehauen! Oh Mann, jetzt bin ich im Wasser gespawnt. Ah ja, hier, guckt mal schön. Hier der Weihnachtsmann, hier der Ebenezer Scrooge und Oh, ich wäre gerade da eben fast drüben in ist ja Lava auch noch was gefallen. hier. Nochmal hier, guckt hier. Schön! Und der Cridge. Und da Also, das ist hinten, doch deine Musicbox und Weihnachtsstimmung. Wir so. fangen an, uns gegenseitig umzubringen. Das ist Weihnachten 2012. Ja, ich meine, guck doch mal, was an Weihnachten immer im Fernsehen kommt. Da So, ist, jetzt ja. hole ich mir meine scheiß Sachen wieder. Ab der Weißt du, ich hätte mich auch Lalalala. selber umlegen können, da hätte ich nämlich das Lalalala. Essen nicht gebraucht. Lalalala. Jetzt habe ich Ich es halt glaube, er gemacht, hört sei dir dankbar. nicht zu. Habe ich es gemacht, sei dankbar. Lalalala. So, jetzt holen wir mal ein paar Viecher Lalalala. hier. Ja. Und nein, wir brauchen jetzt keine User-Bewertungen von 40-jährigen alten Frauen. Nein, das würden wir ja niemals machen. Und warum? Weil uns dann das böse Kriminalamt herkommen würde und sagen würde, was, meine Mama darf nicht mitmachen, dann schließe ich euren Kanal. Kann ich, was ihr immer für Vorstellungen habt, ernsthaft? La 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 la. Da La hinten la ist ein la Enderman. la. Wo ist ein Enderman? Ich will knuddeln. Enderman, der größte Held in deiner Welt. Jetzt ist er weg. Jetzt finde ich, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, wäre fast so, als könnten die sich porten, ja? Hallo, Huhn. Hallo, Huhn. Riva! Hallo, Huhn. Riva? Oh, hat das große Klubschieß, ey. Riva? Klubschieß. Was? Wo bist du? Es hat Klubschieß. Riva? Klubschieß. Riva! Ja?
Wo bist du? Bevor ich vergesse, wo ich bin, wir sollten uns schon wieder verabschieden. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben noch ganz genau ein paar Oh. Sekunden. Jetzt ist die Zeit um, jetzt sind es nur 19 Minuten. Ja. Oh nein. Okay, übertreib's nicht. Ja, wir bauen offscreen weiter. Wir werden euch zeigen, was wir gebaut haben im Nachhinein bei am nächsten Montag. Ja. Genau. Übernächsten Montag wird keine Folge rauskommen, weil da nämlich der Gewinner bekannt gegeben wird von unserem schönen Gewinnspiel, das wir veröffentlicht haben. Veranstaltet haben. Ja, genau. Ihr könnt noch mitmachen, ihr könnt bis zum 23. mitmachen. Gut, und Link dazu unten in der Videobeschreibung. boah, wer schreibt das wieder? Ich, das darum kümmere ich mich. Ich bin so sozial, ja. Ja, okay, gut. Ja, Ihr sozial, habt es sozial. gehört. Bedankt euch bei Also, Nitrokügen. liebe Freunde, es ist vorbei. Die Folge geht jetzt tot ins Ei. Reimen ist nicht leicht, du Sau, deswegen sage ich jetzt einfach ciao. Ich schließe mich dem an und sag bis dann. Das ist wunderbar, jetzt bin ich da. Ich kann Nice. nicht reimen, aber gut leimen, ne Spaß. Ich sage auch mal Tschüss und ja, ciao. Ach, wunderbar.